Peng, Servus und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Check Play Supertransport VR 2 und zurück zu meinem dritten Projekt, meiner dritten Staffel. So ein Quatsch zu einem neuen Mod-Test-Video. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ihr merkt, ich bin noch verwirrt. War jetzt ja knapp zwei Wochen, anderthalb Wochen nicht aktiv. Und wenn ich aktiv war, war es eigentlich noch vorproduzierter Stoff. Von daher bin ich noch ein bisschen kalt gerade, gell? Ja, ich hoffe, euch geht's gut und wir starten ein neues Mod-Test-Video rein. Es geht darum, dass wir die neue Mod vom lieben Jay vorstellen. Und zwar die Großraum-Güterwagen. Die gibt es im transportführer.net sowie im Steam-Forum. 134 MB ist die Mod groß, die schauen wir uns an. Und dazu schauen wir uns noch die Schiebewand-Güterwagen auch vom lieben Jay an. Ebenfalls verfügbar auf transportführer.net und im Steam Workshop. 213 MB groß ist diese Mod. Beide Mods nicht gerade klein, aber auf jeden Fall ihre Speicherdatengröße allemal wert. Lieber Jay, schon mal vorab vielen lieben Dank, und wenn ihr euch die Mod zieht, lasst unbedingt einen Daumen nach oben beim Jay da und auch gerne einen Kommentar. Die Mods sind nicht mehr ganz die neuesten, aber trotzdem, wie gerade schon gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich blende mich aus und dann starten wir einfach mal. Die Links zu den Mods findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung natürlich. Und ja, die erste angesprochene Mod, die Großraumwagen, welche gerade erst vor kurzem, vor ein paar Tagen veröffentlicht wurden. Die sind super cool, die sind leider für mich zu langsam, haben nur eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Und on top sind sie auch in Klammern nur für Kunststoffe und Baumaterialien ausgelegt. Das passt nicht so ganz bei mir derzeit auf die Map, wo wir oft hin auch spielen, der Staffel 3. Von daher werde ich die hier einfach mal auf einem Abstellgleis kurz aufreihen. Dann schauen wir die uns fix in der Vorbeifahrt, in einem Vorbeiflug mal an. Und dann widmen wir uns auch schon umgehend der anderen Mod. Aber vorenthalten möchte ich sie euch auf jeden Fall nicht. Und wenn ich mal wieder eine reine Schönbaukarte spiele oder eine Karte, wo auf jeden Fall mehr Kunststoffe, Baumaterialien auch befahren werden, kommt das Ding sicherlich oder die Mod sicherlich nochmal früher oder später zum Einsatz. Und ich kenne die Waggons noch früher aus meiner realen Modelleisenbahnzeit, Fleischmann, da hatte ich locker drei von diesen Wagen. Welche genau? Also, kann ich gar nicht sagen. Der Metzeler war auf jeden Fall dabei. Und ich weiß nicht, welche ich noch hatte. Naja, sei es drum. So, Rockwall. Und der letzte wäre der, der dann wohl auch animiert ist beim B- und Entland im Bahnhof. Den kann man auch so denn wohl sehen, wenn er aufgeklappt ist. Gut, so schauen die Dinger aus. Schnell mal Kameratool aktiviert. So, dann nochmal ein kleiner Vorbeiflug an den einzelnen Assets. Auch immer sehr nice, dass der liebe Jay seine Güterwaggons immer noch als Assets separat bereitstellt, sodass wer Bock hat, größere Güterbahnhöfe zu bauen, wo sich nicht alles bewegen muss, dann auch einfach die Waggons stillstehend platzieren kann. Das ist schon auch echt großes, cooles Thema, eine große Hilfe, damit es wirklich schnell geht und auch der Schönbau noch bedient wird. Oder jeder, der natürlich Bock drauf hat, einfach Waggons auf die Gleise zu klatschen. Ja, 100 km/h Höchstgeschwindigkeit, wüsste ich selber schon, wie ich das ändern könnte, damit sie schneller fahren, gell? Habe ich schon mal gemacht hier auf der Map und aktuell nur beladungsfähig für Kunststoffe und Baumaterialien. Könnte man bestimmt auch ändern. Wenn ihr da was wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil wenn das der Fall ist, dann können wir die Güterwagen tatsächlich doch noch zum Einsatz bringen, hier auf der Map. Gut, so viel dazu mal an der Stelle und jetzt kommen wir mal zu der anderen Mod vom lieben Jay. Die ist schon etwas älter, die Schiebewandwagen. Ich suche mir mal einen passenden Zug dafür. So, gesucht und gefunden. Wir nehmen mal den hier. Wir stehen gerade im Neubrandenburg am Bahnhof, beziehungsweise wir fliegen darüber langsam hinweg und der Zug hat auch Schiebewandwagen. Ich weiß gar nicht, ob die artverwandt sind mit denen, die wir jetzt gleich hier mit reinbringen. Der Zug ist 100% einheitlich mit einem Güterwaggon ausgestattet für die Maschinen, die hier abtransportiert werden sollen von Neubrandenburg, und da macht es auf jeden Fall Sinn, jetzt mal ein bisschen was zu mischen, dass der Zug auch ein bisschen bunter aussieht, einfach ein bisschen gemischter aussieht. Das Erscheinungsbild ist dann doch meistens cooler. Andersrum gesagt, wir haben einfach nur sehr einheitliche Güterzüge auf der Map. Ist auch cool, macht doch oft Sinn. Aber Abwechslung soll sein, muss sein. Und on top, um die Schiebewandwagen vom Jay zu verbauen, hauen wir die jetzt mal hier mit drauf. So. Fahrzeuge verwalten. Ändern. Und dann suchen wir uns erstmal die Waggons raus. Hier sind übrigens nochmal die Großraumwagen. 100 km/h. Und hier sind dann die Schiebewandwagen. 120 km/h. Maschinen können auch geladen werden. Second Generation, First Generation. So, okay. Ich war schon mir gar nicht bewusst. Also wie gesagt, ich habe es auch gesagt, diese Mod ist 213 MB groß.
aber trotzdem Knaller. Und ich kann euch auch sagen, den Waggon hier, Cargo Big Logo, genau, ja, den hatte ich vom Fleisch mal damals für meine H0, bestimmt in 20-facher Ausführung und den hier unten auch. Also damit konnte ich echt lange Schiebewand-Güterwagen, Garnituren zu Zeit meiner Teppichbahn, Teppichmodellbahn auf die Beine stellen. So, ich schnack mal wieder zu viel, gell? Wir hämmern mal. Jetzt müssen wir glatt mal gucken, das ist der. Das müsste der von hier unten sein, oder? Hier. Habis 293. Genau, das sind die. Und das hier oben sind die Habils Y. Ah, ich bin mir unsicher. Wir mischen trotzdem einfach ein bisschen durch. Kann nicht schaden. So, hämmern mal die meisten weg. War der Zug überhaupt 520 Meter lang? Bin ich aufgepasst. So, den nehmen wir mit dran. Wir machen wirklich bunte Mische. Auch epochenunabhängig. So, hab noch ein bisschen durchgemischt. Hier von vorne die Schiebewandwagen, die ursprünglichen nach hinten verschoben. Hat er modifiziert? Hat er modifiziert. Und auch hier alle Schiebewandwagen sind animiert, dass die Schiebewände auch aufgehen. Sehr cool. Bisschen Flackerei. Ah, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Gut. So, dann lassen wir die mal zugehen. Wir drehen mal um. Brauchen wir gar nicht. Hat er schon alleine gemacht. So, der Zug setzt sich in Bewegung. Und ich glaube, die Schiebewandwagen sind vielleicht doch nicht artgleich, artverwandt. Oder doch? Naja, ihr werdet es wissen, ich nicht so genau. Aber so schaut das Ganze dann jedenfalls aus. Sehr cool. Schaut besser aus, gell? Ja, und lange Güterwagen, Güterzüge, meine ich, sind natürlich auch echt, echt cool. Und wenn du dann die Waggons zur Auswahl hast, dass du sie auch schön mischen kannst, ja, ich wiederhole mich, glaube ich, dann ist das einfach eine feine Sache. So, die ganze Geschichte nochmal vom Bahnsteig Neubrandenburg aus angeschaut. Sehr cool. Ja, und in diesem Sinne, das soll es dann auch wieder schon gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wenn auch kein Abo, dann abonniert den Kanal. Und jo, ich freue mich dann aufs nächste gemeinsame Video mit euch. Wird bald wieder richtig weitergehen. Gibt mir noch 2-3 Wochen. Da gibt es auch noch ein kleines Infovideo, dass ich jetzt mal im Urlaub bin, zeitnah. Und dann geht es aber wieder los mit mehr Videos, mehr Streams. Und ja, auf jeden Fall den lieben Jay auch einen Daumen nach oben da lassen. Wie schon gesagt, wenn ihr euch die Mod von dem zieht. Lieber Jay, sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank für deinen Fleiß, für deine Arbeit, für deinen Einsatz, für die coolen Mods. Und ja, in dem Sinne, ich glaube, ich hab's. Ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus.